Herzlich willkommen zum neuesten Special des Telestammtisch. Wir haben heute wieder ein fantastisches Interview vor uns. Nachdem wir zuletzt die Jungs vom Krake-Comic am Start hatten, ist jetzt hier heute ein Zwei-Mann-Gespann im Skype mit uns verbunden. Einmal der Gerrit, einmal der Hugo. Hi! 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 Die beiden Jungs haben etwas veröffentlicht oder sind dabei, etwas zu veröffentlichen, das sich Die fünfte Kraft nennt. Ein Webcomic, den wir bei uns auch schon ganz kurz rezensiert haben auf geekwhisper.de. Sag mal, Jungs, wer seid denn ihr eigentlich? Also, ich bin Hugo Fragoso, ich komme von den Azoren und lebe ich in Deutschland schon seit 9 Jahren. Mhm. Genau. Ich bin Gerrit, Slenska mit Nachnamen, wohne immer schon in Nordwalde. Bin verheiratet, habe eine kleine Tochter. Ich auch! Sehr schön. Ihr zeichnet Comics oder ihr macht Comics, habe ich jetzt gemerkt. Ne? Macht ihr das hauptberuflich? Macht ihr das so nebenbei? Ist das ein Hobby? Wie sieht's aus? Also ich mache die Zeichnungen und das ist ein Hobby. Seit ich klein bin, wollte ich immer eine Comics zeichnen und habe ich also die richtige Erfahrung gehabt. Da muss ich mir mit den Jahren immer Info sammeln und wie man macht, was man macht. Und irgendwann habe ich mich echt entschieden, so jetzt lege ich los und probiere ich mal, wie das alles läuft und wird. Ne? Also und habe ich angefangen mit die Geschichte von Fünfter Kraft. Eigentlich wollte ich am Anfang nur T-Shirts machen und mit Comics drauf. Und das da habe ich gesehen, dass die Leute sich nicht so gut identifizieren können habe ich dann gedacht, okay, dann entwickle eine Geschichte, die Leute lesen können und sich damit identifizieren können. Und und dann habe ich irgendwann Gerrit gefragt, ob er mir helfen könnte bei dieser ganzen, und dann hat es so angefangen. Ja, genau. Bei dem Hugo klingt das jetzt alles so ein bisschen spartanisch. Also, ja, genau. Ich sag mal, als er mir das damals vorgestellt hat, das Thema, da war wirklich deutlich sein ganzes Feuer zu hören. Und es war halt so, der Hugo, der macht ja beruflich T-Shirt-Design. Und er hatte dann ursprünglich halt vor, so sag ich mal, selber T-Shirts-Design zu kreieren mit halt Superhelden, selbst ausgedacht und dann halt auch mit dem Anspruch, deswegen kamen wir halt auch in das Gespräch, also dass die Leute sich sozusagen an ihn wenden können und sagen, hey, mach aus mir einen Superhelden. Ja, und dann halt daraus wie so eine Art Karikatur, aber jetzt halt im Comic-Stil, jetzt nicht so klassisch Karikatur, sondern wirklich ein bisschen halt zum Superhelden. Und da hat er mich halt unter anderem auch gefragt, also wir kennen uns über unsere Frauen und ich bin eine Leseratte, ich stehe absolut alles rund ums Thema Fantasy, ist so meine Welt, Comics auch natürlich. Und da hat er mich halt, weil ich halt auch so ein bisschen in dem Genre zu Hause bin, hat er halt gesagt, so ja, was hältst du davon? Und ich habe halt auch gesagt, ja klar, ist für ein kleiner Jungentraum, wer will nicht selber ein Superheld sein, irgendwie so. Ne, kennt man ja auch aus diversen Serien, so nach dem Motto, ne, selber als Actionfigur zu irgendwie darstellbar zu sein. Und das war halt so der Anfang. Aber irgendwie, je mehr Leute wir dann gefragt haben, jeder hat dann immer gefragt, so, ey, was ist das für ein Hintergrund mit den Personen? Ne, also wie Hugo schon sagt, jeder wollte die Background-Story eigentlich haben. Und solange man die nicht kennt, solange sind diese T-Shirts eigentlich auch relativ uninteressant, ne? Okay, das hat also so entwickelt quasi aus den Figuren, die ihr so ein bisschen so auf Zuruf für, sag ich mal, Freunde und Bekannte gemacht habt, hat sich dann so dieses Universum gebildet. Habe ich das richtig verstanden? Ja, genau das, ja. Also es war letztendlich so ein bisschen, wir haben uns so ein bisschen die Bälle zugespielt. Also als es so ging mit den T-Shirts, kam Hugo halt auf mich zu und sagte, die Leute, die fragen halt alle so ein bisschen, was das für eine Hintergrundgeschichte ist. Und eigentlich hatten wir dann nur für die Homepage, ja, also die Einleitungsstory sozusagen. Und da kam ich quasi erst mal mit ins Spiel. Und Hugo und ich haben dann halt so ein bisschen rumgesponnen, wie das so ist, ne? Welche Idee könnte dahinter stecken. Und zuerst war das halt wirklich nur so ein ganz kurzer Abriss.
Aber irgendwie, je mehr wir darüber geredet haben, desto mehr haben wir eigentlich erkannt, dass das Ganze ja auch wirklich so Richtung ja, Universum geht, wie man das so schön sagt. Also man muss da wirklich im großen Stil denken, damit dann diese Story da irgendwie reinpasst. Ja, und ja, irgendwie ist das bei Hugo und mir immer, sobald wir über dieses Thema reden, kommen wir dann auch nicht mehr raus. Man kommt von Hölzgen auf Ja, Stöckskin und unsere Frauen kriegen immer zu viel, wenn dann private Termine sind. Die wollen eigentlich immer über andere Sachen sprechen und wir sind dann immer irgendwann so abgedriftet. Ja, und irgendwie hat mich das Thema so fasziniert und Hugo ja sowieso, ja, dass wir da dann halt immer mehr ins Detail gegangen sind. Und je mehr wir ins Detail gegangen sind, desto mehr kam die Idee auch irgendwie so, hey, das schreit alles nach Comic, ja, das klingt auch alles schon nach Comic. Ne, lass uns das machen. Nur wir wussten halt auch, dass das gerade als Hobby eine Wahnsinnsherausforderung ist, was die Bilder dann angeht, ne, die Bilderlandschaft, die ja dann, sag ich mal, mehr in Hugos Bereich fällt. Ja, und ja, wir haben dann gesagt, okay, jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt und so ist das dann jetzt, sag ich mal, langsam angelaufen. Bevor wir jetzt gleich auf die auch inhaltlichen Details natürlich von die fünfte Kraft zu sprechen kommen, da müssen wir uns ja, glaube ich, ausgiebig drüber unterhalten. Und da gibt es ja auch viel zu sagen. Das gibt allein schon eure Internetseite her. Will ich nochmal kurz auf euch zu sprechen kommen, denn mir, also, ihr habt richtig verstanden, das ist quasi das erste Projekt, das ihr gemeinsam auch in der Größenordnung aufzieht. Habt ihr vielleicht für euch schon mal vorab irgendwie Geschichten geschrieben oder mit anderen Leuten zusammengearbeitet und einfach schon Erfahrung gesammelt, oder ist es einfach mal so drauf los, das erste Projekt, das ihr in der Form in Angriff nehmt? Also jetzt in der Größenordnung ist das absolut das Nein. erste Projekt, wo wir sagen, wo wir wirklich sehr, sag mal, wahnsinnig viel Zeit und Arbeit reinstecken. Also ne, Genau. Hugo ist halt, ich sag mal, im Design einfach so zu Hause, dass er da wahnsinnig viel drumherum macht. Und sag ich mal, halt, wenn ne, wie das halt so ist, wenn irgendeiner ein cooles Bild braucht für irgendwas, für ein T-Shirt oder sowas, da ist Hugo halt so im Freundeskreis der Ansprechpartner. Und also das ist das Einzige, ne? Ich habe halt mal versucht, so ein Gesellschaftsspiel selber so Ideen, sag ich mal, zu entwickeln, aber weil ich halt diese Strategiespiele ohne Ende liebe, irgendwie, so von Risiko aufwärts und dann, ja, was da alles so gibt, boah, immer Herr der Ringe und schlag mich tot. Ja, aber ich weiß nicht, ob wir das nennen dürfen in einer Sendung. Klar, immer raus. Ansonsten muss das jetzt rausgeschnitten werden, natürlich, aber Spaß beiseite, es ist halt schon so, dass wir halt dieses Thema einfach alles drumherum irgendwie, ne? Man kommt ja immer von einem Thema zum anderen und ich sage immer, das ist jetzt wirklich eine Sache, wo wir halt auch wirklich das Potenzial sehen. Ne? Wir wollen halt, also unser Ziel ist halt auch, die ersten deutschen Superhelden so richtig Genau. zu etablieren. Ne? Weil Marvel ist halt überall, oder Marvel und DC sind halt überall. Ne? Aber Deutschland hat sowas nicht und ne, wir nehmen uns halt auch als Credo, dass wir sagen, okay, ne, Es ist das ist doch endlich Zeit. erstrebenswert. Genau, Deutschland braucht Superhelden. Ne? Ja, auf jeden Fall. Weil ihr das auch gerade sagt, Deutschland braucht Superhelden. Gerade ist das tatsächlich ein ganz aktueller Trend mit diesen deutschen Superhelden. Ich verfolge die alle. Es gibt auch aktuell auch andere Verlage, die da so in diese Richtung gehen. Fallen mir auf die Stelle drei Sachen ein. Das ist zum einen der Rainer Engel, der Captain Berlin macht. Wird veröffentlicht beim Weißblech Comics Verlag. Dann gibt es natürlich bei den Jungs von Plamplam Productions den Trachtman, einen bayerischen Superhelden. Und dann gibt es noch demnächst die Liga deutscher Helden. Das ist ein Spin-off der Australian Superheroes. Habt ihr mit irgendwie diesen Verlagen oder Leuten mal Kontakt gehabt? Also man verfolgt das Ganze natürlich, weil ne, natürlich ist man auch immer am Schauen, so was ja, Konkurrenz ist Quatsch, aber was macht so sozusagen ne, der Ideenmarkt? Und ja, klar, ne, die Ash haben wir natürlich auch gesehen, die Australian Superheroes. Ne, die sind da natürlich schon ein deutliches Stück weiter als wir und Captain Berlin kenne ich halt auch über, Aber man entwickelt sich ja, und man genau. kommt immer weiter, Also ne? man muss dazu sagen, klar guckt man da, was die anderen so machen, aber wir haben halt für uns festgestellt, je weniger wir auf die anderen gucken, sondern eigentlich so unserer Idee treu bleiben, desto näher bleiben wir auch an unserer Vision so ein bisschen. Ja? Weil wenn man dann guckt, wie die anderen es vielleicht gemacht haben, dann fängt man ja doch an und So, irgendwie ja, zu übernimmt so ein verzweifeln bisschen. und dann man kommt Genau, nicht weiter und man will auch neue Ideen entwickeln und wenn man anderen sieht und man fängt dann zu kopieren und das will man nicht. Ne? Man will auf jeden Fall original sein und ich denke, das ist schon sehr, sehr wichtig. Ne? auf jeden Fall. Auch das, allein schon das Charakterdesign und so weiter, die Geschichte sollte ja irgendwo auch individuell sein. Kommen wir doch vielleicht direkt dann auch zur fünften Kraft und zu eurem Werk da zu sprechen. Fünfte Kraft, da gibt es unter anderem ein erstes Heft, fünfte Kraft Metal Tiger. Jungs, erzählt mal, was ist es eigentlich? Was erwartet den Leser? Also als Hugo auf mich zukam mit der Idee fünfte Kraft, da habe ich ihn halt sofort natürlich auch gefragt, hey, was hat das auf Haken mit fünfte Kraft? Und da hat er mir halt erzählt, so bei Superhelden ist ja immer,
Das muss ja ein bisschen Background geben. Woher kommen diese Superkräfte? Das ist ja so, ne? Wir sind alles normale Menschen, aber warum hat er jetzt Power? Ja, und diese Power hat er mir halt erklärt. Es gibt halt vier bekannte Kräfte in der Chemie, so, Ja, ne? genau. Und Es gibt Elektromagnetismus, die Atomkraft, also die schwache und die Stärke und die Schwache, und die Gravitationskraft, also die sind vier. Und die Wissenschaftler, die fürchten, oder es gibt Indizien für eine fünfte Kraft, aber die wissen noch nicht ganz genau, was das ist. Und da habe ich gesehen, okay, da gibt es eine Lücke, wo ich eine Geschichte entwickeln könnte, ne? Und solange es nicht existiert, man kann ne, überhaupt behaupten, was man will, und man kann da kreativ sein. Und deswegen habe ich auch, und ne, wie man sieht, mit Superhelden, es passiert immer viel mit Wissenschaft. Zum Beispiel der Flash wurde von einem Blitz getroffen und dann plötzlich der Flash, oder der Spider-Man wurde von einer Spinne gebissen. Aber ne, also es hat alles ein bisschen mit Wissenschaft zu tun. Und das wollte ich auch für meine Comics, dass nee, die Menschen, die können einfach nicht da, ja, ich bin jetzt geboren, habe ich jetzt Superkräfte. Nee, also es ist nicht so wie Superman. Er kommt von einer anderen Welt, sondern hat er Kräfte von wegen die Sonne und so weiter. Also das Aber war halt Hugos Fiktion sozusagen. Woher genau. kommen die Ja, Power? Oder woher genau. kommt die Power auf die Erde? Und deswegen, klar, die kommt natürlich von außerhalb. Ne, aber diese fünfte Kraft, die ist halt wissenschaftlich erstmal erforscht worden, ne, von Planeten, die sind halt viel, viel weiter als wir. Und ja, wie das dann häufig so ist, es sollte missbraucht werden und deswegen mussten sie fliehen und sind dann halt irgendwie gekentert auf der Erde. Also ist schon natürlich ein bisschen, jetzt könnte man sagen, abgedroschen, aber man muss halt irgendwo eine Erklärung schaffen, woher kommt es halt, ne? Und Genau. ich sag mal, das All ist halt immer eine gute Sache, weil es ist halt irgendwie, da ist halt viel Spielraum, weil es halt noch nicht alles so eine hundertprozentig erforscht ist, logischerweise. Und diese fünfte Kraft war für uns halt so, okay, es gibt diese, wenn man fünfte Kraft irgendwie eingibt, das kann man schon irgendwo nachvollziehen. Also es gibt diese Theorien auch hier auf der Erde ganz normal natürlich. Ja, und dann haben wir gesagt, ja, wunderbar, ne? Andere sind schon weiter und dann machen wir da halt was raus. Ja. Das war halt für uns letztendlich der Dosenöffner, woher kommen die Superhelden? Ne? Das ist natürlich eine sehr interessante kreative Entscheidung, auch die ihr da getroffen habt, dem Ganzen eben auch einen gewissen Background zu geben und vielleicht auch einen zumindest teilwissenschaftlichen Ansatz zu finden, diese Superheldenkräfte, die ihr jetzt genannt hattet, alle auch zu erklären. Andere Helden machen das ja erst zu einem späteren Zeitpunkt oder haben überhaupt keine vernünftige Erklärung. Oder wenn wir uns beispielsweise jetzt Green Lantern zum Beispiel mal anschauen, der hat einen Ring voller Energie und kann da Gebilde mit seinem Willen schaffen, aber eine wirklich ausführliche Erklärung dazu haben sich die Autoren bis heute eigentlich weitestgehend gespart. Aber es ist schon mal cool, dass ihr diesen Ansatz da wählt. Ist es auch ein Ziel, das ihr habt, möglichst immer irgendwie dem Ganzen so einen gewissen bodenständigen Touch zu geben? Also bodenständig, also ich sag mal, was die Storyline angeht, wir wollen es schon immer ziemlich rund halten. Natürlich muss man im Rahmen seiner Kreativität, muss man manchmal Lücken lassen. Das Genau. hat aber einfach den Hintergrund, dass wir diese Lücken vielleicht zu späteren Zeitpunkten nochmal füllen wollen. Also es ist auf jeden Fall bei uns gedacht schon, dass wir da die ganze Geschichte irgendwo durcherzählen und nicht einfach Sachen sozusagen irgendwann voraussetzen. Also der Leser soll schon immer verstehen können, wie sich diese Storyline entwickelt hat. Ne? Und wir lassen uns halt, ne, wie das Autoren nun mal manchmal so machen, ja, wir lassen uns halt so ein paar Lücken, wo man später nochmal Genau, sozusagen zurückgehen noch, kann und genau, wo dann man noch zurückgehen kann. Ne? genau. Ihr habt auf eurer Internetseite einen Großteil der Figuren und Bösewichte sowie die grobe Story ja in Textform schon veröffentlicht. Bitte seid so nett, dem Leser, der da vielleicht noch nichts von gehört hat, mal kurz zu schildern, worum es überhaupt geht und vor allem, wer da teilnimmt. Ja, also es geht in erster Linie darum, also auf dem fernen Planeten, ne, ist halt die fünfte Kraft erforscht worden, bis zum Ende halt. Und ja, diese Kraft ist halt letztendlich ein Zusammenschluss aus diesen vier bekannten Kräften. Und was da halt aber fehlt, um diese Kraft so ein bisschen zu lenken, ist halt auch ein bisschen die Seele eines Individuums. Und ja, dann hat sich halt ein guter Wissenschaftler hat sich dann sozusagen geopfert, um sozusagen hat seine Seele geopfert, um diese fünfte Kraft dann auch zu schaffen. Und sein böser Pendant, um das jetzt mal ganz kurz abzureißen, der hat das Gleiche gemacht, der hat diese vier Kräfte halt auch irgendwo gebündelt, aber der war halt nicht bereit, sich selbst aufzugeben. Das heißt, der hat halt auch schon eine gewisse Power erhalten,
Aber die ist sozusagen verunreinigt, wenn man so will, ja. Also Lord Maros, der hat halt auch Power, richtig, aber der war halt nicht bereit, sich letztendlich selbst zu opfern. Und deswegen ist er halt auch auf der Suche nach der original fünften Kraft und jagt die halt, damit weil er will halt das Geheimnis haben, er will halt die volle Power. Ja, und er wird die nicht kriegen, in Anführungsstrichen, oder was heißt, ne, das, was ihm halt fehlt, ist halt wirklich die Seele, ja, und ja, irgendwie, das macht ihn halt auch so verrückt und so böse und Ja, wahnsinnig, dass er da genau. halt unbedingt diese Power haben will, ja. Okay, es gibt also diese Kräfte und es gibt da diesen Lord Maros, gibt's ja, wird ja auch Mars. erwähnt. Entschuldigung, Diesen Lord Masik, genau, die Maro. Ja, jetzt komme ich auch schon. Ja, man muss gestehen, bei unseren Namen, da sind wir wirklich schon häufig irgendwie durcheinander geraten mit Maros und Ja. Masik und Uro. Ja, auch da gab es diverse. Ja, für diverse Versuche für Namen und so weiter. Sehr Ja, das schön. sollte eigentlich, ursprünglich sollte das so ein Wortspiel werden aus unseren Nachnamen. Ja, Ja. genau. Ja, die Waroska und sowas, das ist halt aus Fragoso und Slenska, war das halt auch so der Ansatz, da sozusagen so ja, einen Namen rauszuschaffen. Ja, und so Ja, sind wir dann genau. auch, ich glaube, wo sind wir stehen geblieben? Waroska? Ich weiß schon wieder gar nicht. Ja. Ja, Aber also. kein Swarovski, ne? Kein Diamant. Aber Swarovski, sehr gut. So ist das Ganze halt auch entstanden mit dem Ja, Namen so ein genau. bisschen. Also, wir haben da einfach viel rumgespielt und Ja. also wie gesagt, das ist halt alles auch in Anführungsstrichen noch in der kreativen Phase, wenn man so will. Ne? Natürlich der Einstieg ist natürlich gemacht, aber wir behalten uns natürlich auch immer vor, dann noch so ein bisschen am Feinschliff zu arbeiten. Ne? Weil also unser Ziel ist natürlich auch irgendwann, sag ich mal, einen Print zu veröffentlichen. Ja, und solange das Schöne ist halt, solange es online ist, solange kann man halt immer noch viel dran arbeiten. Ja. Und dann haben wir also jetzt die Antagonisten kennengelernt, den einen Antagonisten, den ihr vorgestellt habt. Und da gibt es dann wahrscheinlich auch entsprechende Helden zu. Wer ist das denn? Ja, also die Helden ist halt, also Uro ist halt letztendlich der gute Ja, Wissenschaftler, der halt genau. die fünfte Kraft entwickelt hat, der sozusagen selbst Seine bereit Seele, war, genau. sich zu opfern, um den Katalysator zu spielen zwischen den vier Kräften. Genau. Und dann ist geflüchtet hier auf die Erde und Lord Marsik hat ihm gefolgt. Ja, also es ist halt so, Uro ist halt, also als er seine Seele geopfert hat, hat er sozusagen, ja, wie gesagt, seine Seele hat ja seinen Körper verlassen in dem Sinne und bündelt halt die vier Kräfte im Seelenstein. Ja, Ja. also das ist halt so das Wichtige. Und dieser Stein, der sollte halt vor Lord Masik auf jeden Fall irgendwie versteckt werden. Und dann haben die halt, seine Wissenschaftskollegen haben ihn dann halt eingepackt, die Guten, und haben gesagt so, okay, wir müssen irgendwie einfach verschwinden lassen, auf gut Deutsch. Ja, und haben ihn dann auf die weite Reise geschickt. Und Lord Masik ist hinterher, hat das Raumschiff abgeschossen und das ist dann halt auf der Erde gestrandet. Und Uro ist letztendlich halt auch nach wie vor der Katalysator in diesem Seelenstein. Das heißt, er bestimmt so ein bisschen, Wer diese wer die Kräfte auch Kräfte, bekommt. genau. Wir kennen jetzt also den Muro. Hier auf eurer Seite sind noch eben noch diverse Superhelden genannt, die dann noch teilweise in der ersten, in der Ausgabe zu Metal Tiger auch auftauchen. Ich sehe hier Alpha Strahl, ich sehe ja Genau, Noetik. Noetic, genau. Wer ist es denn? Also Noetik und Alphastrahl, die sind zwei Wissenschaftler, also Astronomen. Und genau. Und ja, die sind die ersten, die Seelenstein finden. Ne? Und als die es finden, dann da ist auch der Dr. Feind im Labor. Und die beiden, die fahren zu diesem Seelenstein. Und da verleiht die Seelenstein die beiden Kräfte. Ne, Noetik und Alpha Strahl. Also die beiden bekommen Genau. Kräfte. Das sind die ersten Helden, ne? Also, Ja, um mal ein genau. Wortspiel reinzubringen, Genau. First Avengers. Genau. Ja, und dann kommen die anderen. Also zum Beispiel Frank Kras. Wie war das? Ich denke, da war die Idee er würde von den Schiff oder wie Nee, war das? also für uns ja, wir dürfen jetzt natürlich auch nicht zu viel vorwegnehmen, Ja. aber ich sag mal, also unsere beiden ersten Helden sind halt Noetic und
Alpha-Strahl. Und wer jetzt natürlich auch auf der Homepage, wenn wir uns daran jetzt so ein bisschen halten, das ist natürlich auch der Metal Tiger. Ja, der Metal Tiger, muss man gestehen, der hat halt eine ganz besondere Vorgeschichte, weil es gibt hier bei uns lokal eine Band, Die heißen die Chrome das Metal sind die Chrome Tigers. Metal Tigers. Ja. Und Chrome ja, Tigers. das ist halt auch aus diesem Charity-Rahmen ist das halt auch eine entwickelte Band. Und ja, weil wir halt auch mit denen damals drüber gesprochen haben, als es noch um die T-Shirts-Designs ging, ja, da war halt so die Sache, hey, Chrome Metal Tigers, ne? Wir brauchen halt den Chrome Metal Tiger als Helden sozusagen. Und Ja. deswegen ist der halt auch relativ früh entstanden von der Optik. Ja, und weil das Ganze jetzt halt auch über dieses Charity-Event so ein bisschen anlaufen sollte, für uns so ein bisschen als Start-up, haben wir halt auch gesagt, gut, wir müssen halt die Story ein bisschen vorziehen. Eigentlich war der Metal Tiger von der Storyline für uns so ein bisschen später eigentlich erst drinne. Und ja, das wird jetzt halt aufgrund der ganzen Gegebenheit ein bisschen vorgezogen. Und ja, durch den Metal Tiger, das war halt auch so der perfekte Start für uns, um den Dr. Feind jetzt mit reinzubringen. Ja, weil der Dr. Feind ist halt letztendlich der Erschaffer von Metal Tiger. Ist ein Unfall. Oder was heißt ein Unfall? Also der Er Doktor, hat das mit Absicht der, gemacht. ja, genau, für Immer. Metal Tiger ist es ein Unfall. Aber für den Dr. Feind war es halt so, der hat halt schon, als er noch ein Astronom war mit den anderen beiden, ne, hat er schon, also sag ich mal, ja, relativ fiese Genexperimente gemacht. Aber halt alles im Hintergrund. Das heißt, es war noch nicht bekannt. Und also er fühlt sich dann hintergangen nach nach der Findung dieses Seelensteins, ja, weil die beiden Helden verschweigen ihm halt, dass sie da was gefunden haben bei dem Einschlag. Und Er fühlt sich genau, betrogen, er fühlt sagt sich er. betrogen und grenzt sich eigentlich von der Story her da schon von den beiden ab und macht dann im Hintergrund, also forciert dann halt seine böse Gentechnik und Metal Tiger ist sozusagen sein erstes Opfer. Ja. Und eigentlich dreht er völlig am Kabel, der Metal Tiger, als er dann zu diesem wird. Also er wird eigentlich nur zum Tiger. Ja, und ja, der Seelenstein, der findet ihn dann und versucht halt diese Genmanipulation irgendwie zu kompensieren und schließt dadurch, also der ist halt auch total wütend und ja, ein bisschen orientierungslos und so weiter, aggressiv. Und um das so ein bisschen wieder ein bisschen zu bündeln, kriegt er halt diesen Metal-Panzer. Ja. Also ich merke schon, die fünfte Kraft ist auf jeden Fall ein komplexes Universum mit diversen Figuren, die auch jeweils dann entsprechend schon auch zumindest angedachte Origin haben. Wie ist denn so der aktuelle Stand von fünfte Kraft? Was gibt's denn jetzt schon und vor allem, wie geht es weiter? Ja, also ja, wie gesagt, jetzt die Geschichte, also Metal Tiger war ja für uns der Startschuss dann auch für die Chrome Metal Tiger Serie. Also das ist ja dann, das ist wirklich für uns eigentlich vom Projekt her gesehen ein absoluter Sidekick, der jetzt wirklich komplett für dieses Charity-Event gedacht war. Also das haben wir uns halt auch vorbehalten, dass man das zwar irgendwann nochmal wieder aufrollen kann, aber wir mussten das Ganze jetzt, wie gesagt, so ein bisschen vorziehen, damit es halt auch, weil es für uns halt auch wirklich eine tolle, sag ich mal, Marketingmöglichkeit war, hier das Ganze regional erstmal ein bisschen voranzubringen, weil natürlich für uns Bekanntheit jetzt eine wichtige Rolle spielt. Und deswegen kam halt aus dem Metal Tiger die Geschichte mit den Chrome Metal Tigers, das ist halt der Rest seiner Band. Und da gibt es halt auch ein bisschen Dr. Feind ist halt weiterhin mit drinne, natürlich. Und ja, da waren nur noch die Evil Twins, die da irgendwo erwähnt wurden. Aber das sind, wie gesagt, das waren jetzt Geschichten. Das sind halt auch, ist auch eine Band, die halt auf dem Konzert spielt und so weiter. Das heißt, ja, wir mussten das Ganze so ein bisschen da in die Storyline reinpacken. Also das war jetzt nicht von uns so richtig naja, gewünscht, sag ich mal, oder irgendwie auch als Idee geplant, sondern hat sich halt jetzt so ein bisschen ergeben. Ja, und jetzt von uns ist jetzt halt die Geschichte dieser Chrome Metal Tigers jetzt zum Ende zu führen. Das heißt, wir sind da jetzt gerade noch im Print. Also ja, die Storyline steht bis zum Ende. Von den Zeichnungen her sind wir, würde ich mal sagen, so bei 60, 70 vielleicht Prozent, Ja, oder? 60, 70% ist es schon. Ja, okay. Ja, und unser Ziel ist halt, dass wir diese zum ja, Jahresende spätestens fertig haben. Und Genau. wir haben jetzt nebenbei noch ein, zwei kleine Finanzierungsprojekte, wo der Hugo seine komplette Designmöglichkeiten in die Waagschale wirft, um letztendlich da halt auch ein bisschen für uns, ja, sag ich mal, Kapital zu erwirtschaften, dass wir dann halt auch vielleicht dann Anfang 2018 da das erste Mal auch eine Serie in Print bringen können. Und das wäre dann tatsächlich sozusagen die Vorgeschichte, die nochmal
komplett überarbeitet wird von uns. Da bin ich gerade so ein bisschen bei, die Vorgeschichte noch mal einmal rund zu erneuern, ja, um das Ganze noch ein bisschen stimmiger zu machen, ein bisschen interessanter von der Erzählweise, weil man merkt halt schon, dass es ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt ist. Ja. Das soll ja auch Ja, das war also ein bisschen alles zu schnell, ne? Ja. Weil wir wollten auf jeden Fall schon was rausbringen und das war, die Zeit war einfach zu kurz und ja, deswegen, das ist, wie Ja, wir gerade wollen lieber die erklärt wurde. Qualität dann sichern irgendwo, Genau. ja. Und Okay. daher lieber jetzt am Anfang noch einmal nachjustieren, bevor die erste Print kommt. Ja, deswegen sage ich ja gerade gut, dass es alles noch im Web ist. Ja, und von daher, sobald wir die erste Print dann haben in 2018, dann steht die Line natürlich, dann ist da nichts mehr dran zu rütteln. Und deswegen ist das halt jetzt unser erstes Ziel, da, sage ich mal, die kalten Monate viel Arbeit reinzustecken. Ne, wie gesagt, unsere Base ist ja jetzt hier auch wieder in Mache, ne, unser Genau. Büro, dass wir halt auch die Möglichkeit haben, uns da so ein bisschen zu verwirklichen hier. Und ja, dann, wie gesagt, 2018 erste Print ist unser großes Ziel und da arbeiten wir darauf hin, dass wir wirklich ja, einmal unser erstes eigenes Heft auch in den Händen halten. Ne, Genau, also. genau. Auf jeden Fall ein Meilenstein, den jeder Künstler, glaube ich, gern mal, also auf den er hinarbeitet. Ich gucke, ich schaue jetzt hier gerade, ob ich mir vielleicht irgendwas übersehen habe. Also ich hatte von euch ja nun, wie gesagt, schon den Webcomic gesehen hier mit dem Metal Tiger selbst. Das ist ja quasi als so ein bisschen als eine, ja, also die Origin des Metal Tigers dann eben auch erzählt und Genau, auch diese genau. Ja. Crow-Metal Tigers spielen da natürlich schon eine Rolle. Aber wenn ihr sagt, ihr wollt einen Print machen, gab es von dem, was ihr dann drucken wollt, ist es eine andere Geschichte? Gibt es die schon irgendwo online oder ist die eben, wie gesagt, noch eigentlich noch völlig in der Entstehungsphase? Nee, also wie gesagt, also unser erstes Print, weil die Nachfrage war halt schon immer von den Leuten, die jetzt unsere Seite gesehen haben, die haben halt echt alle gesagt, hey, wo kann man das irgendwie als Print auch dann bestellen? Und das war halt auch eigentlich so unser Ziel jetzt bei diesem Charity-Event, unser erstes Print Genau, zu bringen. genau. Und weil das jetzt halt leider nicht Ja, klappt nicht so irgendwie, geklappt hat, haben wir ne? halt gesagt, okay, ne, wir wollen dann jetzt ein eigenes Print halt komplett bringen. Und wir machen halt die Story, die wir bisher haben, die wird einmal komplett runderneuert, dass wir bis dahin einen Break haben. Und das ist ja dann da sozusagen, also. Ne, das nehme ich jetzt mal vorweg, weil das kann man auf unserer Website auch schon sehen. Ne, das ist halt da, wo der Metal Tiger sich sozusagen von seiner Band, den Crow Metal Tigers, trennt. Das ist dann für uns so der Abschluss, also von der ganzen Entstehung. Die Vorgeschichte nehmen wir mit rein, sprich, wie kommt der Seelenstein auf die Erde und alles, und bringen das dann. Also wir haben noch eine kleine Geschichte dann wo Alpha Strahl und Noetic ein bisschen im Vordergrund stehen als die ersten Helden. Ja, das soll aber wirklich ja, relativ knapp bemessen sein, aber das soll noch dazwischen geschaltet sein zwischen Vorgeschichte und Metal Tiger und dann halt mit dem Metal Tiger, mit den Crow Metal Tigers, mit der Trennung dann letztendlich vom Metal Tiger. Das soll dann unser erstes Print werden. Ne? Also sprich hier die Überarbeitung unseres ersten Starts, weil wir haben halt gesagt, wir können jetzt relativ viel drumherum und Neues arbeiten und neue Figuren bringen, die wir ja schon im Petto haben. Aber wenn wir diese Figuren bringen, aber die Base steht einfach nicht, Genau, dann haben wir dann gesagt, dann bringt ist auch das Ganze nichts. zum Scheitern verurteilt, wenn das nicht stimmig ist. Also da ist unser Anspruch auch, wirklich das Ganze von vornherein rund irgendwie zu präsentieren. Klar, auf unserer Website ist das jetzt schon da, irgendwie. Jetzt könnte man uns den Vorwurf, den müssen wir uns natürlich auch gefallen lassen, so nach dem Motto, ja, ihr bringt ja schon. Aber letztendlich, das ist jetzt halt auch für uns ein bisschen Action für die Leute, die halt schon irgendwie Interesse zeigen, ne? Ja klar, auf jeden Fall. Gerade, dass man sich den Webcomic eben komplett schon angucken kann, ist natürlich auch super, um da Aufmerksamkeit zu generieren. Wir haben ja auch, wie gesagt, schon eine Rezension dazu geschrieben, eine kurze. Ja, Das hört deswegen, sich also klasse haben wir uns auch zu Herzen genommen. Ja, also da nochmal schönen Dank. an. Ihr hattet jetzt von dieser Charity-Aktion gesprochen, da wäre es nett, wenn ihr mal kurz sagen würdet, worum es da geht. Und dann natürlich auch, ich hatte vorab schon gelesen, dass diese quasi auch so ein bisschen der Refinanzierung der gedruckten Exemplare eurer Geschichte dienen sollte. Wie genau war das denn? Und da das ja für euch ja irgendwie auch ein Hobbyprojekt zu sein scheint, was gibt es denn da überhaupt an, gerade bei Webcomics, an Vorfinanzierung, die ja überhaupt da sein muss? Also bei den Webcomics natürlich ist die Vorfinanzierung natürlich überschaubar, weil letztendlich wir müssen die Homepage vernünftig gestalten und die Sachen Genau. halt aufbereiten. Das heißt, also klar, Hugo hatte natürlich irgendwo Anschaffungskosten, weil der muss natürlich auch die richtigen Programme haben und so weiter, um das Ganze auch zeichnen zu können.
Da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt, was er da genau für Sachen da immer hat. Also ich sehe das immer, was er da arbeitet und finde das total interessant, aber bin da technisch völlig überfragt. Ja, und letztendlich, ich bringe ihm halt immer die Storylines ganz klassisch noch. Ich schreibe die irgendwie auf Word und bringe ihm die dann und er hat da wirklich eine eigene Schriftart entwickelt und so weiter, um die dann halt letztendlich zu präsentieren, diese ganzen Sachen. Und deswegen alles Designtechnische macht da der Hugo im Hintergrund, aber ansonsten haben wir da natürlich keine Finanzierungskosten groß, Ja. aber wir hatten jetzt natürlich schon so ein bisschen Marketingkosten, weil wir machen natürlich auch so ein bisschen Werbung und sag mal, du Ja, die kennst, genau, also Flagge, wir haben jetzt halt für uns so, wenn wir mal so, weil für dieses Charity-Event, wir hatten halt so einen Stand geplant, da hatten wir uns jetzt halt mal so ein 2x2 Meter Konterfei von den Helden besorgt, also richtig, wie man das so kennt, in dem Fall als Fahnenformat. Und ja, Sticker und solche Sachen gibt es halt schon von uns. Wir haben halt schon T-Shirts und ein paar gedruckt selber, halt auf eigene Kosten und sowas. Und klar, das waren jetzt so, sag ich mal, für uns Hobbykosten, die waren halt noch irgendwo überschaubar. Aber wenn es jetzt wirklich in Richtung Print geht und wir wollen halt nach Möglichkeit, weil Comic ist natürlich auch irgendwo was Besonderes vom Print, wollen wir uns halt schon einen eigenen Drucker da besorgen, dass wir wirklich dann dieses, wie heißt es, Genau. Glossy-Papier, sagst du, Ja, glaube genau. Auf ich, glossy Papier drucken ne? können. Ja, und da, wie gesagt, das ist halt unsere erste große Anschaffung, dass wir da halt auch direkt, sag ich mal, relativ unabhängig von irgendwelchen anderen Leuten sind Oder irgendwie, ne? Firmen, genau. Ja. Also auch von Verlägen in Anführungsstrichen, ne? Ah, okay. Das wäre jetzt natürlich so ein bisschen die Folgefragen, die sich hier auch anschließen. Ihr habt gemeint, also wenn ich es richtig verstanden habe, ihr wollt euch entsprechend auch einen Drucker kaufen und so. Das sind natürlich alles enorme Anschaffungen, die ihr da vorhabt. Und gerade wenn die sich nur auf euer Projekt beziehen, natürlich auch verhältnismäßig teuer, gibt es durchaus auch Möglichkeiten, sowas in Online-Druckereien machen zu lassen und sich zuzuschicken. Gerade Indie-Verlage, beispielsweise bei PlanPlan Productions, weiß ich das, die lassen das von ja, Druckereien drucken und kriegen dann die Hefte zugesandt. Unter Umständen ist das ja finanziell auch attraktiv für euch. Ja, also möglich ist das, aber letztendlich, also ich sage jetzt mal, da ist jetzt halt auch so ein bisschen die Vision schuld, ja, dadurch, dass wir halt auch gesagt haben, ne, wir wollen gerne da, also klar, jetzt sind wir natürlich auch ein bisschen heiß auf unser erstes Printexemplar, aber wir haben halt auch direkt gesagt, sozusagen von der Auflage her wird das ja am Anfang noch überschaubar sein und ja, wir haben halt jetzt auch gerade ein relativ interessantes Projekt, das ich noch nicht fest zusichern kann, aber das ist sehr, sehr vielversprechend, wo wir halt auch, sage ich mal, relativ gutes Geld verdienen könnten, als Startschuss sozusagen kapitaltechnisch und wenn wir das dann hinbekämen, dann wäre das halt wirklich auch so unsere erste Investition, die wir tätigen. Weil damit letztendlich, wenn diese Investition dann da ist, dann sind wir eigentlich erstmal durch von Investitionen. Das heißt, wir können uns dann voll und ganz aufs Schreiben konzentrieren und hätten dann wirklich für jeden die Möglichkeit, immer auf Nachfrage sofort, selbst Kleinstbestellungen sofort loszuschicken. Ne? Genau. Und das ist halt so unser Traum auch irgendwo. Also ihr wartet auch mit der Veröffentlichung der Geschichte oder Teilen davon dann so lange, bis da eben ein Druck möglich ist. Es wird also vorab keine Panels schon digital Nee, online. wir haben uns schon gedacht, dass die Leute vielleicht im Internet das lesen können. Aber durch zum Beispiel, nee, du würdest einen Login-Bereich haben und dann zum Beispiel 99 Cent die dein Heft lesen können. Also du würdest du sozusagen es kein PDF erhalten, Ja. weil sonst würde jeder, ah, ich habe den PDF, hier, kannst du eine bekommen. Aber dass man so einen Login-Bereich hat und dann kann man, wenn man 99 Cent bezahlt, dann kann man die Geschichte lesen. Das sind jetzt Das so unsere war Überlegungen, ne? eine, das ist unsere Überlegung, ob wir das machen wollen oder nicht. Es kommt alles drauf an, ob wir da mit diesem neuen Projekt, was Gerrit gerade gesagt hat, ob wir das schaffen und also recht von der Zeit, weil wenn wir das mit der Zeit alles hinkriegen, dass wir nee, bis Ende des Jahres diese Druck haben können und dann so weiter, dass man dann selber druckt. Naja, so. Aber wie gesagt, diese Online-Druckerei, das ist auf jeden Fall unser Plan B. Ja, aber natürlich verfolgt man das erstmal Plan A, Genau. logisch. Ja, Man und gibt ihr Bestes ja. und sein Bestes und dann schauen wir weiter, wie das alles ist, wie das alles läuft.
Vielleicht wäre für euch interessant, wenn ihr euch mal das Projekt von dem Heinz-Olaf Klöppel anschaut. Der gute Mann tritt im Netz unter Hock, unter dem Synonym Hock auf. Und der hat es genauso gemacht. Der hat also einen Exklusiv-Online-Zugang, um seinen Comic Touch online lesen zu können. Du zahlst so 1 € im Monat, glaube ich, und kriegst dafür immer die ja, aktuellen Arbeiten und Panels zu sehen. Und Ja. inzwischen hat er das Ganze eben auch als Heft gedruckt, ist auch erschienen beim The Next Art Verlag und kannst du dir, keine Ahnung, für 5, 6 € eben auch kaufen. Vielleicht ist das für euch interessant. Das klingt so ein bisschen, auch, geht auch so ein bisschen in die Richtung, ist aber eine ganz andere, also nichts mit Superhelden zu tun, ist eine ganz andere Thematik auch. Ja, klar, aber ich sag mal, dieses ganze Drumherum ist natürlich für uns jetzt auch, weil wir betreten ja Neuland irgendwo für uns jetzt auch, ne, weil berufstechnisch haben wir da halt nichts mit zu tun, ne. Von daher müssen wir uns natürlich da jetzt auch immer selber ein bisschen organisieren, wie können wir es machen, was ist realistisch und so weiter. Ne, von daher sind wir da halt auch immer für Ideen und so weiter dankbar, aber letztendlich muss man dann halt gucken, wie das dann letztendlich in der Umsetzung dann nachher wird. Dadurch, dass es halt alles noch nicht so richtig fix ist, hört man ja schon, also bisher ist es eine wahnsinnig tolle Idee. Ja, die ersten Schritte sind gemacht sozusagen. Ja, und jetzt geht es halt darum, das Ganze so ein bisschen in die richtige Richtung zu bringen, ein bisschen ja, bekannt und groß zu machen. Und ich denke, wenn das erstmal gemacht ist, der Zuspruch, den wir da so erhalten, der ist auf jeden Fall schon, ja, also jetzt regional auf jeden Fall schon immens. Das macht schon richtig Spaß da, diese Resonanz zu bekommen. Und ich sag mal, das dann das forcieren zu können, das hält es gerade alle so ein bisschen, ne, am Laufen. Es macht halt echt Spaß. Ne? Ja, vielleicht nochmal kurz zu dem Charity. Was genau ist das denn, was da, dieses Konzert, von dem er da spricht? Welchen Hintergrund hat das denn und in wie seid ihr da rangekommen? Also diese Charity war, es ist für die Kinder von gestern e.V. und für die Tafel. Es wird für die Tafel gespendet. Also mindestens von die Leute von Chrome Metal Tiger letztes Jahr, die haben das auch gemacht. Ich denke, da war auch für die Tafel gespendet. Und dieses Jahr ist es auch, ne, es wird auch für die Tafel und für die Kinder von gestern e.V. Aber ja, wie gesagt, leider können wir nicht teilnehmen, ne, weil wir keine genug Vorbestellungen gehabt haben. Und leider können wir auch nicht, ne, also wir wollen auf jeden Fall das ganze Geld spenden, ne, Genau, das wäre, weil du diesem sagtest ja eben Verkauf. Finanzierung. Ja, also dieser Bereich wäre jetzt für uns keine Finanzierung gewesen, sondern das wäre wirklich einfach nur die Finanzierung für dieses Charity-Projekt sozusagen gewesen, dass man genug Print bringen kann, um dann halt auch eine Marge zu haben, die dann halt für einen guten Zweck gespendet wird, ne? Letztendlich wir als Unternehmer, wenn man das so sehen will, als Hobby-Kreative, wir hätten da natürlich überhaupt keinen Gewinn von gehabt, außer natürlich, sag ich mal, positives Image und halt Genau. letztendlich, dass halt mehr Leute von uns einfach wissen. Ne? Aber mehr wäre da aus diesem Charity-Event in Anführungsstrichen jetzt für die fünfte Kraft nicht drinne gewesen. Ne? Aber das ist auch für uns wichtig. Ne? Das ist für einen guten Zweck. Also es ist Kinder, wir haben selber Kinder und ne, also ich denke auf jeden Fall, dass es war für einen guten Zweck. Genau, also das Ganze drumherum hätte uns auf jeden Fall Spaß gemacht, gerade weil wir halt relativ gute Connections haben zu den Chrome Metal Tigers, wie die Story ja auch hergibt, ne? Gilo Ferrin wird da sein auch zum Genau, also Beispiel. ne, sag ich mal, die Tigers, die haben es auf jeden Fall hingekriegt, da schon, sag ich mal, ja, ein bisschen mehr Masse zu erreichen, einfach auch über die sozialen Medien und so weiter. Das heißt, so wie jetzt, ja, der Gil Oberfahrim, der wird halt da sein und ja, ne, die kennen halt auch schon einige Leute aus den Bereichen. Also der hat das damals wirklich hingekriegt, ja, so Leute wie die Boss Hoss oder so irgendwie für sich sprechen zu Die lassen. Ja. Wollies auch, die Genau, meinen sowas, auch ja, die die. Wollnies, ja, genau. Ja, und das war halt schon ziemlich cool. Das wäre für uns halt wirklich so ein, so sag ich mal, ein bisschen Sprungbrett gewesen, einfach mehr Bühne zu bekommen. Und deswegen, ne, davon mal ab, dass es eine gute Sache ist, aber sag ich mal, dadurch, dass es jetzt halt leider nicht haltbar ist, weil es ist leider nicht so super, in Anführungsstrichen, rechtzeitig nachgefragt worden, dass wir halt mit den Vorbestellungen sozusagen hinterhergekommen werden, weil wir brauchen halt eine fixe Zahl von Vorbestellungen, um das realisieren zu können, weil ansonsten wäre das halt für uns ein finanzieller No-Go, weil wir würden das alles aus eigener Tasche bezahlen. Das ist halt noch Hobby, ne? Na Genau. klar. Von welchen Größenordnungen sprechen wir da? Was wäre von euch interessant? Und wäre in dem Zusammenhang nicht vielleicht eine Kickstarter-Aktion eine Möglichkeit?
Ja, also damit den Vorstellungen von dem Event hätten wir auf jeden Fall schon 1000 Prints haben müssen. Ja, und das wäre, glaube ich, jetzt in dieser relativ kurzen Zeit, weil also wir sind natürlich auch dann unter Hochspannung am Arbeiten mit dem Projekt, dass wir das voranbringen, weil das wäre natürlich unsere Hauptaufgabe und dieses ganze Drumherum, sich noch in Anführungsstrichen jetzt selber drum zu kümmern, weil das hätte uns halt in dem Fall keiner abgenommen, das hätten halt auch alles wir beide machen müssen. Und wie gesagt, dadurch, dass es noch Hobby ist, war es einfach für uns nicht realisierbar. Der Hugo, der hat gerade viele private Projekte am Laufen. Ich habe privat auch noch einiges um die Ohren, weil, wie gesagt, wir sind beide voll berufstätig, haben Genau, Familie. und dann zum Beispiel die letzte Geschichte, die wir geschrieben haben, ne, die von Metal Tiger. Zum Beispiel, ich hatte nur Zeit von 8 Uhr abends bis 12 Uhr nachts. Ich war die ganze Zeit am Zeichnen. Ne? Also jeden Tag komme ich nach Hause und ich war zeichnen, 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 ich muss das machen. Ne? Und weil man hatte, die Idee war, ich wollte auf jeden Fall die Leute etwas erzählen, bevor diesem Konzert. Ne? Ich wollte auf jeden Fall erzählen, wie der Metal Tiger zustande gekommen ist. Und nee, ich wollte nicht einfach die ein Heft in die Hand drücken, wo die überhaupt nichts wissen und was ist das für ein Typ und wo kriegt er diese Kräfte? Nee, deswegen hatte ich so kurze Zeit. Und musste ich, ja, wie gesagt, von 8 bis 12 immer zeichnen, zeichnen. Ja, die Zeichnungen sind nicht so der Hammer, aber mit mehr der Zeit, man kriegt bessere Qualität und ich glaube schon, ja. Ich würde nicht so weit gehen zu sagen, das ist nicht der Hammer, sind vielleicht nicht perfekt, aber mir haben sie sehr gut gefallen. Also ich habe schon deutlich schlechtere Profi-Comics gelesen. Also keine Ahnung, wer die letzten Batman-Comics in der Hand hatte, der würde sich über Kunstwerke dieser Art aber auf jeden Fall freuen. Also machst du schon ganz gut, da brauchst du dir keine Sorgen machen. Ja, der Hugo, der ist ein wirklich exzentrischer Perfektionist, ja. Also das sind halt die Künstler, Ja, wenn ja. man die andere, ich sehe im Instagram zum Beispiel so viele tolle Leute, die zeichnen so, so gut und ich folge die jeden Tag gucke ich mir neue Zeichnungen an und ich bin immer jeden Tag bewundert. Ne? Also Und so deswegen geht es mir mit seinen es ist meine Zeichnungen. Sache ist, ich bin keine hier Gott von Zeichnungen. Nee, ich will auf jeden Fall immer bodenständig bleiben und realistisch bleiben. Und deswegen sage ich, die sind nicht so 100%. Ich hoffe es und ich arbeite daran, dass diese neue Comics, dass wir rausbringen wollen, dass die richtig, richtig gut aussieht. Ne? Ich denke, ne, ich habe auch schon viele Feedbacks bekommen von Leuten, dass die Zeichnungen bei Facebook gesehen haben. Ich schmeiße immer etwas, momentan nicht so viel, weil ich habe viel um die Ohren, aber ich schmeiße immer hin und ich denke schon, die sehen schon mal nicht schlecht aus. Also sie sind okay, würde ich sagen. Es ist okay Niveau. Ja, mit sowas muss ich mich rumschlagen. Ja, sehr schön. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg für euer Projekt Fünfte Kraft. Ich hoffe, dass wir da noch einiges zu sehen bekommen, auch möglichst zeitnah hoffentlich. Ich würde gerne mit euch noch ein bisschen so auch ein bisschen so allgemeinere Sachen vielleicht nochmal besprechen. Ihr habt beide gemeint, dass ihr natürlich auch Comics lest. Und da auch vielleicht auch ein Stück weit eine Inspiration herholt und euch da ja auch auskennt. Was habt ihr denn zuletzt gelesen? Sind Comics in eurem Leben spielen überhaupt eine Rolle? Also, ich habe letztes Mal von Gerrit He-Man geliehen. He-Man, aber so ein Almanach war das, so richtig. Ja, ist So. einmal nackt. Nee, also er hat meine Masters of the Universe, ja, die überarbeitete Version hat er mir gemopst, ja. Und Ja, das ist und. halt auch so mein Comic. Also ich bin halt aus Kindertagen absolut He-Man geprägt, ja. Also für mich gibt es eigentlich nur He-Man und Spider-Man, so was wirklich meine Ja, Kinderzellen und da habe ich auch sind, diese hier Spider-Man von Jim Lee, Spider-Man, Superman von Jim Lee gezeichnet. Jetzt welche ist das, weiß ich nicht. Aber ich habe eine von ihm gelesen. Ich war in Münster und ich habe mir eine gekauft. Es war mir eigentlich egal, welche, weil wenn ich die Bilder sehe
von diesen Riesenkünstler, boah, das und die Geschichte ist auch toll. Also ich schaue das einfach rein und ja. Ist dann ein Idol quasi auch ein Stück weit, ja? Ja, auf jeden Fall. Jim Lee und Scott Campbell und viele anderen. Ja, für mich sind sehr. Also ich würde sagen, der männliche Bild, also wenn Jim Lee der männliche Bild zeichnet, finde ich sehr, sehr cool. Und von Scott Campbell ist mir am liebsten die Frauen. Die sehen sehr schön aus. Und wie sieht das auf aus Autorensicht aus? Was gibt es da vielleicht für ja, Inspirationsquellen? Was ist da vielleicht, welchen Autoren lest ihr gerne? Ja, also bei den Autoren muss ich gestehen, also ich bin ja jetzt, wie gesagt, eher Fantasy geprägt. Ja, also ich bin wirklich eine Leseratte rund ums Thema Fantasy. Also bei den Comics gebe ich zu, das kam ja jetzt erst so ein bisschen durch Hugo jetzt zu mir wirklich so diese, ich sag mal, ich habe natürlich die ganzen Verfilmungen und so weiter gehabt und ich muss mich jetzt halt ein bisschen in diesen Stil reinarbeiten, weil ich war halt eher so diese klassischen Romane, oder was heißt Romane, aber Fantasy-Romane, die ich halt gelesen habe. Und ja, da ist halt auf jeden Fall der Markus Heitz, der inspiriert mich da auf jeden Fall mit seiner Schreibweise. Also ich denke mal, ne, bei Geek Whispers, wenn ich jetzt sage, die Zwerge oder die Albert, der weiß jeder Bescheid. Ja. Ne, das ist auf jeden Fall für mich jetzt richtig, richtig gutes Zeug. Das habe ich halt alles schon durch. Und ja, was weiß ich, Herr der Ringe und so ist ja Klassiker schon irgendwie. Das darf man ja schon fast nicht erwähnen. Aber ja, ich habe halt eigentlich alles in dem Thema. Ich habe die Elfenreihe gelesen, ich habe die Orks gelesen und da gibt es ja alles Mögliche. Ne? Also Peinkober ist super, Heitz gefällt mir halt richtig gut. Bernhard Hennen ist halt auch irgendwo da mit seiner Reihe schon immer gut dabei. Und wer mir persönlich richtig super gefällt, weil der halt so wirklich auch Crossover macht, ist halt der R.A. Salvatore. Ja. Also der mit seiner Dunkelelfenreihe rund um Dristuuden und sag ich mal, der hat ja auch Star Wars mitunter geschrieben, ja. Also ne, Angriff der Klonkrieger und sowas. Also was der so komplett ne, mit Götterdämmerung nachher noch, die er nachgelegt hat und ja, weiß ich nicht, da kriege ich nicht genug von. Also kann ich immer mehr lesen. Und ja, jetzt geht es halt für mich darum, dieses ganze Gewuste, was ich da immer so lese, jetzt irgendwie in Comicform zu bringen. Also da bin ich selber auch so ein bisschen noch in der Schule sozusagen. Deswegen lese ich immer viele Comics so von Hugo, der gibt mir die immer mit. Und ich gucke mir eigentlich, ja, ne, mir geht's halt, die Storyline ist halt immer schwierig, wenn man nur so einzelne Hefte liest, ne? Aber mir geht es halt eher um den Stil grundsätzlich, den ich da versuche, irgendwo für mich ein bisschen zu finden. Aha. Also komplett aus diesem Fantasy-Bereich, aus diesem Fantasy-Spektrum. Wart ihr da auch mal irgendwie auf einer Con oder Messeveranstaltung auf einer entsprechenden? Weil ihr meint, ihr hattet so einen Tisch, ihr könnt irgendwie auch Sticker verteilen, habt einen schönen Banner. Wart ihr vielleicht auch mal als Gäste oder vielleicht sogar als Schausteller selbst mal auf so einer Veranstaltung gewesen? Nee, leider noch nicht. Also dafür ist es halt noch Wir ein haben bisschen uns schon früh. informiert, aber es ist Ja. ziemlich teuer, dahin zu gehen. Also ja, wir gehen auf jeden Fall also als Besucher zu Comic-Con in Dortmund. Im September, denke ich. Ja, im September, nee, im Nee, September nicht. Dezember. Dezember, genau. Genau, ja. Für Dezember die Karten, die haben wir schon bestellt. Da Ja. sind wir auf jeden Fall dabei. Und ja, jetzt, also wir hatten das jetzt mitgekriegt, in Bonn ist ja gerade auch noch so eine Messe, ne, zum Thema Comics. Da war ich halt auch sehr interessiert, aber leider ist halt auch familiär bei uns. Wie das halt immer so ist mit kleinen Kindern, muss man halt Ja. immer viele Abstriche machen und gerade weil es ein Hobby ist, sage ich mal, steht es halt für uns ein bisschen hinten an. Also wir merken das halt schon, unsere Prioritäten stehen dann halt natürlich irgendwo bei der Familie, ne, klar. Und dann alles dann, was die Zeit zulässt, versuchen wir halt irgendwie in dieses Hobby zu stecken. Und ja, Hugo, der ist halt mit Zeichnen auch sehr viel beschäftigt. Ich versuche mich halt ein bisschen in diesem Stil zu finden und halt auch zu schreiben. Also sprich, ich arbeite halt immer wieder an unserer Storyline, versuche das Ganze halt immer wieder ein bisschen runder zu machen. Und also ich kann auf jeden Fall versprechen, ne, wir haben auf jeden Fall von der Storyline schon jede Menge Ideen, wo wir hinwollen. Also da könnten wir locker noch 4, 5 Comics rausbringen von den Ideen. Aber natürlich, das Zeichnerische ist natürlich wahnsinnig viel Arbeit. Also das dann wieder Ja, umzusetzen. Und genau. man merkt halt immer beim Zeichnen, wenn Hugo mir dann die Bilder präsentiert, der bringt mich dann einfach durch seine Bilder, bringt er mich immer wieder auf neue Ideen, das wieder ein bisschen anders zu schreiben oder umzusetzen wieder und dann doch vielleicht eine andere Wendung reinzubringen. Und ich hoffe, dass wir das alles so Ja, weitermachen können, einfach, bis ja. jetzt haben wir von den Comic
die wir jetzt entwickeln, so um die 12, 13 Seiten schon fertig. Ja, von Wir den wollen neuen jetzt, ja. auf jeden Fall bis 17 erreichen, So dass 17 man Doppelseiten dann, ne? und ja, und dann schauen wir mal, ne? Also vielleicht, wir haben uns gedacht, ob wir vielleicht die Entstehungsgeschichte von der Chrome Metal Tiger und die Geschichte, was wir im Internet haben, von der Entstehung von der fünfte Kraft, alles zusammen in ein Heft verkaufen. Also dass der Kunde dann auch ne, einen großen Heft in der Hand hat und nicht so ein paar Blätter. Klingt sehr interessant. Gerrit Hugo, vielen Dank für eure Zeit, die ihr euch genommen habt und für die ganzen Antworten, die ihr gestanden habt. Danke, danke. Ja, wir danken. Ja, genau, wir danken. Vielleicht noch zum Schluss, sagt uns mal, wo genau wir euch im Netz finden können, wo vielleicht auf Facebook oder sonst wo und ob es vielleicht nochmal die Möglichkeit gibt, euch irgendwo persönlich anzutreffen. Also ihr habt jetzt gemeint, ihr seid auf der Con. Ja, genau, wo kann man euch überhaupt finden? Ja, also natürlich freuen wir uns, wenn wir Besucher haben auf unserer Homepage. Das ist dann www.fünfte-kraft.de. Wir sind auch auf Facebook und auf Instagram vertreten. Genau. Ja, also da findet man halt auch immer schon mal so ein paar kleine Highlights. Der Hugo, der präsentiert da immer mal wieder zwischendrin so ein paar Designs. Ja, das sind dann häufig halt schon so kleine Skripte oder einfach ein bisschen, wenn Hugo eine tolle Idee hat und ein bisschen vor sich rumkritzelt, ja, das wird dann auch schon mal online gestellt, so als kleines Warm-up. Ja, und als Vorausschau dann natürlich. Und ja, wie gesagt, auf der Comic-Con dann in Dortmund war es, glaube ich. Ja, Genau, in Dortmund genau. sind wir ja dann im Dezember. Und ja, wie gesagt, bis Aber nur dahin. als Besucher, Ja, ne? genau, Ihr als müsst uns Besucher. echt suchen, ne? Ja, genau, aber Wo wenn. sind ihr? Wir werden unsere T-Shirts tragen, unsere Genau, T-Shirts wenn natürlich jemand verkaufen. unsere Helden kennt, dann wird er uns an unseren T-Shirts auf jeden Fall erkennen. Eine gewisse Ähnlichkeit zwischen Hugo und Frank Rass dürfte dann auch zu erkennen sein. Nur, dass er blond Stirnrunzel. ist. Nur, dass er blond ist. Ne? Also, aber mit Gerrit kann eine Alphastrahl sein. Ne? Ja, wenn ich mich dann mal rasieren würde, dann könnte ich dann als Na Alphastrahl komm, ruhig dann siehst du wie ein Baby. Ja, cool. Dann vielen Dank nochmal für eure Zeit, gell? Und ich wünsche euch verdammt viel Erfolg mit Fünfte Kraft. Wir Vielen Dank. bleiben auf jeden Fall in Kontakt und wenn es dann irgendwann eine Printversion gibt, dann müssen wir uns auf jeden Fall nochmal unterhalten. Auf jeden Fall. Alles klar, vielen Dank. Ciao. Danke, Gerne, ciao. ciao.